Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mario Kart Double Dash! Ja, wir spielen mit zwei Leuten, wie der Name von Double Dash ja schon sagt. Yay! Hallo Kevin. Da bin ich wieder. Ja, da spielen wir also das nächste Spiel durch, nachdem Wind Waker jetzt durch ist. Ja, ne? Also, wir starten ein komplett neues Spiel. Na sowas. Mit zwei Spielern im Koop-Modus. Man kann auch gegeneinander die Grand Prix fahren, aber wir haben ja sowieso zwei Leute, also spielen wir auch zusammen. Yay, wenn man schon die Möglichkeit hat, ne? Ja, dann verlieren wir mindestens im Team. Ja. Ja, wir fangen natürlich klein an, haben viel vor uns. 50 bis 150 CC-Cups. Also ja, wir haben nicht sonderlich viel Auswahl, aber ich habe vor, dass wir möglichst jedes Kart und jeden Charakter in diesem Spiel mal zeigen. Von daher haben wir schon vorbestimmt, welche Karts wir in welchen Rennen fahren, sodass wir, wie gesagt, möglichst viele zeigen. Ja, jeder Charakter in diesem Spiel hat sein eigenes Spezial-Item. Das ist eine Eigenheit von Double Dash. Ich wusste nicht, dass es sonst nur Mario Kart so ist, oder? Ist das in einem der DS-Teile? Nee. Nee, gut, dann ist es in keinem anderen Teil so. Ja, die geben natürlich unterschiedlich Vor- und Nachteile. Über die Items gehen wir, während wir spielen. Ja. So, als erstes nehmen wir uns Bowser und Wario, damit wir schon mal die fettesten Charaktere weg haben. Ja, hier haben wir das Kart von Bowser selbst. Wir sehen da unten so ein paar Anzeigen zu dem Kart, die stimmen aber meistens nicht so richtig. Aber es ist wohl wahr, dass dieses Kart hier das höchste Maximaltempo erreicht von allen Karts im Spiel. Naja, nicht von allen Karts im Spiel, aber es hat mit anderen Karts zusammen die höchste Geschwindigkeit. Und es hat dafür die geringste Beschleunigung, yay! Juhu! Und es ist auch eins der schwersten Karts natürlich. Ja, so sieht's auch aus. Ja, es ist auch gleichzeitig das größte Kart im Spiel. In diesem Spiel gibt es auch eine lustige Eigenheit, wenn man ein größeres Kart spielt, dann ist die Kamera weiter weg. Also man sieht tatsächlich mehr von der Strecke, je größer das eigene Kart ist. Okay. Dafür ist man allerdings natürlich auch leichter treffbar. Ja. Ja, wir haben drei Cups im Moment zur Auswahl, den Stern-Cup, Blumen-Cup, Pilz-Cup und wir fangen vorne mit dem Pilz-Cup an, wie eigentlich in jedem Mario Kart Spiel. Yay, Pilz-Cup! So, der zweite Spieler muss am Anfang immer den Speedstart schaffen. In allen Mario Kart ist es ja eigentlich so, man kann am Anfang einen Speedstart schaffen, wenn man bei Lakitu das richtige Timing raus hat und A im richtigen Moment drückt. Bei ihm hier muss man ungefähr A drücken, wenn er den Arm das letzte Mal senkt. Aber es ist ein bisschen schwierig rauszukriegen, das Timing. Jetzt haben wir leider gerade nicht geschafft. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja in Zukunft noch besser. Wir müssen uns auf mich, auf meine Fähigkeiten verlassen. Es kann nichts Gutes werden. Geh weg, Bird! Ah, das ist das Spezial-Item von Wario. Das ist ein Bob-Omb. Den kann man entweder direkt hinter sich setzen, indem man nach unten drückt, oder direkt vor sich setzen. Vor sich werfen. Der explodiert nach einer Weile. Ist aber ein bisschen schwierig, mit dem zu treffen, wenn man ihn nach vorne wirft. Da trifft man sich oftmals selber leider mit. Ja. Wie man gerade eben schon gesehen hat. War knapp. Wir kriegen eine Menge Spezial-Items. Manche Charaktere haben häufigere Spezialitems, ob sie vorne oder hinten sind. Wario hat zum Beispiel ein Spezialitem, das einfach sehr oft zu jedem Zeitpunkt kommt. Genauso wie Bowser. Bowser hat einen großen Panzer, der auch mehr oder weniger zu jeder Zeit kommen kann. Zum Beispiel die Baby-Charaktere haben einen Kettenhund, wie den, der davon angeleitet ist. Den kriegt man aber nur, wenn man auch weiter zurückliegt. So. Beim Driften kann man den 3D-Stick so ein bisschen hin und her schütteln. Dann sollte sich eigentlich unter einem die Farbe von dem Drift verändern. Und man sollte einen kleinen Boost nach dem Driften bekommen. Haben wir jetzt aber leider nicht. Ja. So, mal gucken, was. Oh, guck mal. Es können in diesem Spiel auch häufiger mal Items auf der Fahrbahn liegen. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Wii-Spiel auch noch so ist. Gibt es das in dem Wii-Spiel, weißt du das? Keine Ahnung. Das Wii-Spiel habe ich so wenig gespielt. Ja, hier können sogar Sterne einfach so auf der Fahrbahn liegen. Und ich glaube sogar auch Blitze manchmal, aber in seltenen Fällen nur. Ja, wir können während der Fahrt wechseln, dann steuert der andere Spieler und der andere Spieler wirft Items. Im Moment wirft Kevin halt nur die Items und ich fahre nur. Wir können aber, wie gesagt, jederzeit wechseln. Können wir jetzt mal noch für das letzte Stück hier eigentlich machen. Willst du? Ja. Wir müssen beide Z drücken, dann drückt man Z. So, und jetzt bin ich hinten drauf. So, und die komplette Steuerung wurde übergeben. Ja, ein bisschen nachteilhaft, wenn Bowser hinten drauf ist. Dieses fette Ding nimmt den halben Bildschirm ein. Ehrlich. Guck mal, wir überrunden fast jemanden, aber da vorne ist leider schon das Ziel. Ja, der zweite Spieler kann das Kart ein bisschen nach links und rechts schicken, ja. Man kann sich in die Kurve lehnen und dementsprechend halt, ja, ein bisschen den Kurs korrigieren. Mit L und R. Aber nur der zweite Spieler. Der erste Spieler driftet auf diesen Knöpfen. Und wir sehen, wir haben 10 Punkte für dieses Rennen bekommen. Yay! Ja, gut, wir sind im Moment im 50 CT Cup. Die sind nicht so schwer. Sollte man hoffen, dass wir gewinnen. Ja.
Oh, die letzten sind Peach und Daisy, das ist ja ungewöhnlich. Ja. Also, nächste Strecke. Der Pilz Cup. Die nächste Strecke ist der Peach Beach. Den wollte man nicht ins Deutsch übersetzen, das Wortspiel war zu schön. Ja. Der Peach Beach ist wirklich ein fantastisches Wortspiel. Ja. Schwerst beeindruckt. Peach Beach, also auf geht's. Mit dem Cooper Kart. Wieso sind wir nicht losgefahren? Weiß ich nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Naja. Also. Achso, weil du wahrscheinlich gar nicht angeschoben hast, wahrscheinlich zu spät angedrückt. Deswegen mussten wir erstmal von null anfahren. Ups. Was bei dem Bowser Kart etwas dauert. Jetzt wollte ich die Abkürzung nehmen, aber wir haben leider einen Bob-Omb gekriegt. Und das Cooper Kart hat eine recht langsame Beschleunigung, wie wir schon erwähnt haben. Deswegen wollte ich das jetzt nicht unbedingt riskieren, über die Abkürzung zu fahren. Ja, Bombe direkt in meinen Weg. Ich ziehe die Bananenschale. Mistviech! Du musst Knöpfe drücken, um wieder auf das Kart drauf zu kommen. Ja, ich weiß. Oder den Stick ein bisschen hin und her wackeln, das hilft auch. Ja. So, möglichst alle Items mitnehmen. Oh ja, Boost. Ah, nein! Ah, das ist verdammter Donkey Kong. So eine hässliche Riesenbananenschale. Ja, das ist Donkey Kongs Spezialitem. Eine Riesenbananenschale. Die er auch so ziemlich immer kriegen kann. In jeder Position, weil es halt nicht so das beste Item ist. Nein! Wieder. Das Gras erwischt. Leider ist unser Offroad-Speed auch nicht gerade der beste mit dem Wario, mit dem Bowser-Kart hier. Naja. Das war schön, wenn Wario sich freut. Pilzen, Pilzen, Pilzen! Ah, das ist doch kein Pilz! Spiel! Mach mit! Fälschung? Ja, die Fälschungen sind in dem Spiel wirklich sehr offensichtlich. Ich meine, sie sind eigentlich immer offensichtlich, aber... Komm schon. Durch den erwischen wir. Fahr drüber. Jawohl. gut, dass die Bot KI immer schön geradeaus fährt. Bananenschein. Wunderbar. So, kommt hier rein. Ah. Und das Wasser ist natürlich gerade so weit oben, dass wir jetzt die große Strecke nehmen müssen. So ein Mist. Ja, Vorsicht, Caterquack. Ja. Oder wie auch immer so bei uns im Deutschen heißen. Den englischen Namen habe ich noch nie gehört. Aber gut, gut zu hören. Wie heißen sie im Deutschen? Keine Ahnung. Blitz. Yay, Blitze. Ja, zum Glück nicht vom zweiten Spieler. Ja. Sollten wir jetzt nicht so große Probleme durchkriegen. Wir fahren immer noch 45 km/h. Immerhin. Ja, unser Maximum ist irgendwie 67 oder so. Ja, wunderschön, wunderschön. Gut, dass wir Vorsprung haben. Ja. Ja, leb mal. Das ist das Ziel. Ja, das... Ja, das Eis wollte ich mitnehmen. Also, meins. Das ist meine Fälschung. Die nehme ich mit ins nächste Level und lege sie direkt an den Start. Das wäre schön, wenn ich das könnte. Ja, das ist leider nicht so einfach. Ja, vielleicht auch ein bisschen unfair, aber... So, und 20 Punkte. Natürlich hat der Zweite das letzte Mal den zweiten Platz gemacht, hat in dem Fall Yoshi Bird und natürlich auch den zweiten gemacht. Ja. Ist übrigens eigentlich nicht sonderlich vorteilhaft, zwei gepaarte Charaktere zu nehmen, weil dann auch beide die gleichen Spezialitems haben. Ja. Also wenn sie natürlich ganz tolle Spezialitems haben, dann, ja, gut, ne? Ja, aber an sich ist es besser, die zu mixen, damit man halt... Verschiedene Reiz von unterschiedlichen Items hat. Cooper und Paracooper kann ich zum Beispiel eigentlich nicht viel gegen sagen, weil die haben halt die guten alten Dreierpanzer, ja, die hier keine normalen Items mehr sind. Sondern noch Spezialitems. Ja, und mit denen kann man sich eigentlich nie vertun. Ja. So, jetzt spielen wir den Babypark. Der ist für unser Kart momentan in der Tat nicht der beste, weil wir hier extrem viel beschleunigen müssen eigentlich. Aber das Bowser-Kart ist zum Glück einer der besten Wender im gesamten Spiel, was ein sehr interessanter Status ist. Muss. Jawohl, nee. War wieder ein bisschen zu spät. Musste. Ja, ich glaube, es ist die einzige Karte in allen Mario. In allen Mario Kart-Teilen, in denen man 7 Runden fährt. Ja, dafür ist sie ja auch nur so. Sehr super, kurz, ja. So klar, wechseln. Set? Ja. Achtung, Stern! So, der Bowser ist. Bowser-Kart ist nämlich ein Frontdrifter, wie man auch sieht, wenn wir in eine Kurve kommen. Wir haben gerade mein super Spezialitem gekriegt, das mega gemein hier auf der Stage ist, weil es ewig lang auf der Stage bleibt, kann aber auch uns selbst treffen. So, es ist einfach nur ein riesiger Cooper-Panzer, den ich da abfeuere. Den sehen wir davon auch lang flitzen. Ja. So, es gibt auch. Oh, verdammt, Rollerei. Nochmal, bam! Ah, oh, schade. Es gibt auch... Weil es hier auch über die Mitte fliegen kann, der Bowser-Panzer. Ja. Deswegen sage ich, der ist auf der Stage super mies. Es gibt auch Karts, die mit der Hinterachse als erstes driften. Mit denen ist es ziemlich schwierig, hier in der Stage klarzukommen. wie viele davon willst du noch kriegen? Deswegen, ich finde das zu cool mit den Cooper-Panzern von Bowser und Bowser Jr. Jawoll! Bam! Von wegen Babypark, die fand nicht immer die Mistbabys. Ja, und oh, eine Bananenschale, wie langweilig. Ja.
Ja, Runde 6. Ah, Mist. Panzer, ich glaub's ja nicht. Jo, direkt in die Kurve rein. Da ist ein Pilz, wunderbar. Wie gesagt, ist immer schön, wenn man einfach so Sachen auf einer Strecke findet, besonders wenn man von einem Rollerei getroffen wurde und dann aus dem gegnerischen Rollerei rauskam. Ja. Yeah. Ah. Schade. Jetzt müssen wir hier schon eine große Kurve nehmen. Achtung. Ich frage mich, auf wen der jetzt gezielt hat. Ist eine gute Frage. Einfach gerade aus der Runde Panzer. Irgendwie erwartet, er nimmt sich einfach das nächste Ziel, aber gut. So, Bananenschale hin und das Ziel erreicht. Ja, das war jetzt nicht so schwierig. Nicht so richtig. Das ist halt, weil wir halt immer noch einen Frontdrifter haben, ja, was uns immer noch einen riesen Vorteil verschafft. Und ich glaube niemals, dass Joshua und Birdo wirklich nur 10 Sekunden hinter uns waren. Ja. Die waren definitiv weiter weg. Aber gut, das Spiel berechnet halt automatisch eine Zeit für die Bots, wenn wir einmal durchs Ziel sind, damit wir uns nicht das restliche Rennen angucken müssen. Ja, und das ist ja auch noch, es funktioniert ja auch nach guter alter Mario Kart die Manier, je weiter du Vorsprung hast, desto schneller fahren deine Gegner. Ja. Je weiter du hinten bist, desto langsamer fahren deine Gegner. Ja. Das Übliche halt in diesen in den lustigen Nintendo Kart Spielen. Gummiband-Prinzip. Übrigens, die Position von 2 Bot-Spielern hat sich auf der Liste verändert. Unglaublich. Aber meistens kriegen die Bots einfach immer die gleichen Positionen und man muss halt einfach nur selbst gewinnen. Dann kriegt man halt, kriegen halt alle in allen Rennen immer die gleichen Positionen. Wunderschön dann. Ach, die staubtrockene Wüste. Die staubtrockene Wüste hat übrigens eine interessante Eigenheit, wenn man Offroad fährt. So, jetzt. Kriegen wir irgendwie nicht richtig hin. Nee. Aber mal gucken, vielleicht. Mistkerle hier. Vielleicht in Zukunft noch. Wenn man in der Wüste hier Offroad fährt, haben alle Karts die gleiche Geschwindigkeit. Im Regelfall hat jedes Kart seinen eigenen Offroad-Speed, aber nicht in dieser Strecke. Hier wird jeder auf irgendwie, ich glaube, 14 runter gebremst, wenn man hier Offroad geht. Und da ist ein Tornado, in den wir nicht reinfahren wollen. Ja, am besten nicht. So, hier in die Sanddünen will man auch nicht unbedingt reinfahren. Ah, Kettenhund fahren! Das war ja klar. Ja. War natürlich auch noch ein losgelassener Kettenhund. Der einfach geradeaus rennt. Ah, schade, ich dachte, den kriegen wir vielleicht. Ja. Meinst du, kriegst du gesniped? Nee. Oder nicht? Ich hab die Babys hinter uns getroffen, das ist schon. Versuchen wir mindestens das hier mitzunehmen. Eine Bananenschale, ganz was Gefährliches. Ah, die werden wir da vorne trotzdem noch einkriegen. Ja. Ist ja nur 50 cc. Kommt her, kommt her! Ah, oh, schade, das wäre zu schön geworden. Und Tornado. Oh, der wollte uns aber auch treffen. Gut, dass Yoshi und Birdo genauso da reingefahren sind. Ja. Und scheinbar Donkey Kong und Diddy Kong auch. Das nimmt uns auch unsere Items ab, wenn sowas passiert, das ist immer gemein. Ich hatte den Panzer vorher schon geworfen, der ist dann schon mit, der ist dann mit uns mitgetrudelt. Das Driften hat irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Scheinbar. Wir waren zu langsam zum Driften. Ist auch auf Sand. Ja, das stimmt. Ah, gut, Pilz. Ah, hätte jetzt. Egal. Fürs Loch hier vorne aufheben können. Ah, das war gar nicht so schlecht. So, weg mit euch. Zum Glück sind wir im Moment ein schweres Kart. Ja. Jetzt fahre ich nicht wieder durch die Mitte von denen durch. Ah, sehr schön. Oh, die beiden sind ausgerutscht. Oh, wie schade. Ja. Aha, aha. Ah, guck mal, noch ein Doppel-Eater. Juhu. Rupp. Ja, Raids. Nochmal Chaos. Panzer. Wechsel. Und Banane. Banane. Ach, das ist gar nicht. Ah, ja, dachte, wir haben noch eine Runde. Ups. Banane. Hier, eine Banane. Ja, genau das. Irgendwie habe ich den gerade automatisch geworfen, wollte ich gar nicht. Egal. Wenn mein Pet meint, er will werfen, dann wirft mein Pet halt. Ja. So, noch eine Bananenschale. Ah, das ist gut hier vorne. Dann legen wir die doch direkt mal auf die Außenbahn. Sodass die Bots da möglichst reinfallen. Ja. Wow. Das war knapp. Der war schön gerettet. Ja. Die. Oh! Das ist auch. Hat das die ganzen Pokies getötet? Das ja. Ja, das hat sämtliche Pokies erledigt und das hat vor allem unseren Bowser-Panzer abgenommen. Gemeinheit. Das ist aber auch eine witzige Eigenheit bei dem Bowser-Panzer. Als eins von wenigen Spezial-Items kann der Bowser-Panzer einfach so auf dem Feld liegen. Genauso wie normale Panzer und Bananenschalen und Sterne ab und an und so weiter. Ja, das funktioniert, glaube ich, nur mit dem Bowser-Panzer. Ansonsten liegen halt Bob-Oms ab und an mal rum, aber die explodieren auch nach wenigen Sekunden dann schon. Ja, da merkt man dann nicht so allzu viel von. Ah, ah, ah. 40 Punkte. Ich glaube, das ging recht schnell. Ja. Das sollte dann auch schon der erste Pilz-Cup gewesen sein. Ja. Dauert ja noch nicht so lange. Siegerehrung. Ja, Siegerehrung. Dann schauen wir uns doch mal die erste Siegerehrung an. Ain't nobody got time for that. Lassen wir natürlich erstmal durchlaufen. Die sind immer so schön lang.
Ja, in guter Super Mario Sunshine-Umgebung. Ja. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als dieses Spiel aktuell war, auch gerade. Ja, ist halt Gamecube, ne? Ja, war da auch gerade groß in Mode. Ja, deshalb die Piantas und die... Wie auch immer die kleinen Dinge heißen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe keine Ahnung, wie irgendwer davon heißt. Ich weiß, dass es Piazza Delfino hier ist. Ja. Das war's dann auch schon. Ja, nein, das ist der Peach Beach. Ja, das ist Piazza Delfino am Peach Beach. Ja. Namensangabe. Yay. Gibt's hier ein Unzeichen? Ja, und... Wo ist das K? In der Regel nach dem J. Nein, wirklich! Doch! Danke, dass du mir das mitgeteilt hast! Ja. Ja, A und K, wunderschön. Im Bowser-Kart. Mit Bowser und Wario. Pilz Cup 50cc, 9 Minuten 1. Mal gucken, ob wir das demnächst schneller hinkriegen. Mit, nicht ganz so langsam beschleunigenden Karts. Ja. So, Speichervorgang abgeschlossen. Tada! Das war ein Goldpokal errungen. 50 CCM Pilz Cup. Und wir haben grün Feuer erhalten. Luigi's Kart. Bis jetzt hätten wir nur Mario's Kart auswählen können. Wunderschön. Luigi's Kart hat fast genauso eine langsame Beschleunigung wie das Bowser Kart. Das ist das dritt langsamst beschleunigste Kart im Spiel, was man eigentlich gar nicht erwarten würde. Das stimmt. Weil man eigentlich mehr denken würde, das wäre so ein ausgeglichenes Kart. Ja. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den nächsten Cup anfangen. Yeah. Also bis dahin. Ciao. Aloha.